Wir sehen hier eine Schreibmaschine Typ Wanderer Continental, Baujahr 1918. Ich werde einmal kurz die Funktionen der Maschine vorstellen, auf die Besonderheiten der Tastatur eingehen und dann kurz zeigen, wie die Maschine schreibt. Zu den Funktionen: Wir beginnen auf der linken Seite der Maschine. Hier befindet sich ein Hebel, mit dem sich das Papier ausrichten lässt. Und sobald man diesen wieder zurückdrückt, ist das Papier fest. Des Weiteren haben wir einen Hebel, mit dem wir dann das Papier fixieren können. Zudem gibt es ein Handrad für den Zeilenvorschub. An der linken Seite der Maschine befindet sich ein Hebel. Diesen kann man hinunterdrücken und damit den Wagen bis zum rechten Rand frei bewegen. Die Ränder lassen sich über diese Schieber einstellen. Es gibt hier eine dezimale Skala, an der man dann sehen kann, wie die Ränder eingestellt sind und wie gerade die Schreibposition der Maschine ist. Sofern man den Wagen über den rechten Rand hinüber bewegen möchte, ist es notwendig, diese Zwillingstaste hinunterzudrücken und dann erreicht man mit dem Wagen auch den rechten Bereich außerhalb des Randes. Dann haben wir einen Hebel für die Umschalttaste, um diese dauerhaft zu aktivieren. Die Umschalttaste, die sich auch auf der Tastatur befindet, bewirkt das Schreiben von Großbuchstaben. Die Tastatur selber hat eine Rücktaste und eine Leertaste sowie einen Umschalter für rote und schwarze Schrift. Sobald man diese drückt und rot schreibt, bewegt sich hier ein Stift heraus, an dem man sehen kann, dass jetzt die rote Hälfte des Farbbandes eingestellt ist. Darüber hinaus gibt es an der Front eine Wartungsklappe, über die die einzelnen Typen herausgenommen werden können. An dieser Stelle ist auch eine Seriennummer eingestanzt, anhand derer man das Alter der Maschine bestimmen kann. Hier haben wir einen weiteren Hebel und zwar für den Tabulator. Sobald man diesen Hebel betätigt, springt der Wagen bis zu einer vorher definierten Position. Diese Position lässt sich auf der Rückseite der Maschine individuell einstellen. Und zwar gibt es an dieser Stelle eine Klappe, die man nach oben bewegen kann. Und wir sehen hier eine Leiste mit Schlitzen und einer Nummerierung, die anzeigt, an welcher Stelle der Tabulator gesetzt wird. Dies geschieht durch das Einsetzen dieser kleinen Metallstifte. Auch auf der Rückseite ist bei dieser Maschine eine Seriennummer eingestanzt, suboptimal lesbar genau hinter diesem Bauteil. Wenn wir den Wagen betätigen, stellen wir fest, dass dieser von einer Rolle gezogen wird. Die Zugkraft des Wagens lässt sich über diese Schraube einstellen. Sobald man die Schraube hier am Anker gelöst hat, dann kann man entsprechend die Zugkraft justieren und dann wieder feststellen. Kommen wir nun zur rechten Seite der Maschine. Hier haben wir einen weiteren Hebel. Sobald ich eine Zeile geschrieben habe, betätige ich diesen, um den Wagen zurückzuziehen und gleichzeitig wird das Blatt nach oben geschoben. Den Zeilenabstand kann man einstellen und zwar anhand dieses kleinen Hebels. In dieser Einstellung, ich mache es mal langsam, wird das Blatt zwei Zeilen nach oben geschoben. In dieser Stellung nur eine und in dieser Stellung drei Zeilen.
Auch hier ist das gleiche Handrad wie auf der linken Seite der Maschine zum manuellen Zeilenvorschub und ein Hebel an dieser Position bewirkt, dass ich das Blatt frei nach oben oder unten schieben kann. Den gleichen Effekt kann ich erzielen, indem ich diesen Schalter hineindrücke. Auch dann ist der Blattlauf frei. Dieses kann bequem über den Handballen geschehen. Und sofern Bedarf besteht, lässt sich auch dieser freie Vorschub arretieren, indem man diese Muffe nach links dreht. Das geht dann mit dem Daumen einfach und man löst das Ganze wieder, wenn man die Muffe nach rechts bewegt. Im unteren Bereich auf der rechten Seite der Maschine ist noch eine kleine Handkurbel. Damit lässt sich das Band spannen bzw. auch aufrollen und durch Ziehen oder Drücken dieser Kurbel wird die Laufrichtung des Bandes bestimmt. Ein weiteres Detail der Maschine sind diese Einkerbungen im Bereich der Laufbandführung. Und zwar sind die dafür gedacht, hier einen Bleistift anzusetzen und dann zum Beispiel vertikale oder horizontale Linien zu ziehen. So, dann schauen wir uns die Maschine einmal in Aktion an. Ich muss vorwarnen, ich bin kein gelernter Schreibmaschinenschreiber. Das dauert bei mir alles etwas länger. Und verschreiben möchte ich mich auch nicht, denn es gibt keine Korrekturtaste. Wir müssten mit einer Korrekturflüssigkeit den falschen Buchstaben weiß überstreichen, warten, bis das trocknet, um dann korrigieren zu können. Das möchte ich nicht. Es fällt übrigens auf, dass sich das wirklich verhältnismäßig leicht und flüssig tippen lässt, was schon sehr erstaunlich ist. Also die Typen sind vom Gewicht wirklich gut austariert. Das geht wirklich leicht. Ich schreibe mal rot. Und schalte auf schwarz. So, ich bin Baujahr 1918. Hier oben sind die Zahlen, aber es gibt keine 1. Was für diese alten Schreibmaschinen nicht untypisch ist, dass es die 1 nicht gibt, sondern dass sich das kleine L für die 1 bemühen muss. 1900, 1, 9, 1, 8. So, ich bin nicht Baujahr. Nächster Punkt, ich habe keine 0. Dafür brauche ich dreimal das große O. Das ist für diese alten Maschinen nichts Ungewöhnliches. Aber ein bisschen kurios finde ich es schon, insbesondere wenn man sich anschaut, was es hier sonst noch für Tasten gibt. Und die gucken wir uns jetzt an. Werfen wir also einen kurzen Blick auf die Tastatur mit ihrer Rücktaste, Leertaste, den Umschalter von Schwarz auf Rot und umgekehrt, sowie den Umschalter für Großbuchstaben oder aber um statt des Kommas hier das Fragezeichen zu erreichen. Dann haben wir den Bereich mit Buchstaben, mit den Umlauten, oben Ziffern und Sonderzeichen. Wie gesagt, gibt es hier keine 1 und keine 0. Dafür braucht man das kleine L. Und das große O. Das ist für Maschinen dieses Alters nicht ungewöhnlich, denn man muss bedenken, die Anzahl der Tasten ist begrenzt
Und dann sollte man die doch möglichst mit Dingen belegen, die man nicht alternativ darstellen kann. Und das, was ich als kurios angedeutet habe, ist zum Beispiel dieses Accent d'aigu E hier, wie man sehen kann, also ein E mit einem Accent drauf, könnte man alternativ bei dieser Maschine darstellen, indem man die Accent-Taste drückt. Der Wagen bewegt sich dann nicht weiter und dann das E drunter setzt. Die Taste ist quasi über. Und ähnlich ist es auch mit diesen beiden Tasten. Hier sehen wir, kann man Brüche darstellen. Oben im Zähler eine 3, hier eine 1, also 3 Viertel, 1 Viertel. Würde man für 3 Viertel, also quasi hier Umschalter und die 3 drücken, dann die 4 darunter. Könnte ich alternativ aber auch tun mit der 3, hier dem Schrägstrich und dann die 4 drunter. Warum man dafür jetzt unbedingt zwei Tasten braucht, vor allem, weil man im Zähler keine 2, keine 5, keine 6 oder irgendwas hat, erschließt sich mir so nicht. Man muss dazu aber sagen, dass diese Tastatur nicht statisch sind. Man kann die Tastaturkappen austauschen, man kann auch die Typen entsprechend dann hier austauschen. Von daher ist nicht auszuschließen, dass es vielleicht jemand war, der entsprechend häufig diese Tasten so gebraucht hat, wie sie hier waren. Es gibt auch Wanderer-Kontinentalschreibmaschinen, die haben eine Notentastatur, mit der man also Liedernoten schreiben kann. Insofern bleibt es ein bisschen unpraktisch und insofern kurios, dass man statt einer 0 und einer 1 Tasten hat, die man eigentlich kaum braucht. Aber es ist zumindest erklärbar. Ja, hier sieht man einmal dann das Schriftbild zum Abschluss. Die Sätze, die ich vorhin geschrieben habe, in schwarz und in rot. Hier, wie die Zahlen dargestellt werden mit den großen O's und mit dem kleinen L. Und hier das E mit Accent d'aigu als Einzeltaste dann zusammengebaut mit zwei Tasten. Ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel. Ja, zu guter Letzt möchte ich noch auf zwei Hebel auf der linken Seite der Maschine eingehen. Und zwar habe ich dazu Fragen. Man muss dazu wissen, diese Maschine habe ich vor einigen Jahren auf dem Trödel gekauft. Ja, wenig übertreiben, das ist im Grunde ein kompletter Rostklumpen und da hat gar nichts funktioniert. Und Dokumentationen habe ich da auch nur zu späteren Modellen zugefunden. Insofern habe ich hier ein paar Fragezeichen. Und zwar gibt es hier einen linken Hebel. Und zwar, wenn man den in dieser Stellung hat, das hat mit dem Rot- und Schwarzschreiben zu tun, kann man ganz normal von Rot auf Schwarz umschalten. Sobald ich diesen nach oben drehe, kann ich nur Schwarz schreiben. Wenn ich den nach vorne stelle, springt die Anzeige für rote Schrift nach vorne, aber die kann ich wieder zurückschalten. Ergibt für mich wenig Sinn. Vielleicht ist da noch ein Fehler oder es fehlt ein Bauteil und jemand kann mir da einen Tipp geben, wie das eigentlich funktionieren sollte. Ähnlich ist das mit dieser Taste hier vorne, beziehungsweise mit diesem Hebel. In dieser Position verhält sich die Maschine komplett normal. Wenn man die nach oben dreht, habe ich, und dafür spricht auch die Unterseite der Maschine, die ich jetzt nicht zeige, eine Tastatursperre. Das ergibt ja durchaus Sinn. Nur wenn ich mit der Tastatursperre die Leertaste drücke oder die Rücktaste, bewegt sich der Wagen trotzdem. Also sofern dort jemand eine Idee hat, ob das so sein muss oder nicht, gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank.